Ja, hallo ihr Lieben, wir grüßen euch zu einem neuen Video. Hallo. Und genau, ihr habt richtig gesehen, ich habe Besuch. Meine liebe Betty ist da. Ja. Zwar nicht mehr lange, aber ich habe sie noch hier. Vielleicht binde ich dich auch einfach fest. Oder ich packe dich ein. Plus Pumi. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, nein, aber wir wollten jetzt noch die wenige Zeit, die wir zusammen haben, nutzen für ein Video. Und das seht ihr dann in den ersten Teil quasi jetzt hier, ne? Und dann auch bei dir auf dem Kanal. Ich denke, wir laden das zum selben Zeitpunkt hoch. Ja, genau. Ne? Ja. Mhm. Also könnt ihr dann hinterher zum Kanal der lieben Fab40Style switchen. Und da geht es dann weiter. Und wir haben noch eine Besonderheit. Es ist nicht nur ein Tag, sondern, wie nanntest du das? Wir haben eine Palette, zwei Looks. Eine Palette, zwei Looks, genau. Wann hat es das schon mal gegeben? Öfters. Aber nicht in Kombi mit einem Tag. Aber nicht mit... Was war das? Zwei Gesichter. Aber nicht mit... Was war das? Zwei Gesichter. Aber nicht mit... Was war das? Zwei Gesichter. Jetzt guck doch mal, wie... Die haben da nur so einen winzigen... Naja. Okay, wir... ich klebe den gleich. Hat den jemand benutzt? Ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Ja. Prima. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mal einfach mit dem Tag. Genau, dazu muss man noch sagen, das haben wir ganz spontan gemacht und ich habe dann gesagt, du darfst nicht gucken. Und sie hat sich auch geschminkt, aber sie hat dann verraten. Sie hat gesehen, wo ich mit dem Pinsel drin war. Und jetzt haben wir fast, ich bin sehr farbenfroh und sie ist eher dezent, die Looks getauscht. Ja, eigentlich stimmt. Eigentlich trage ich ja auch sehr gerne farbenfroh. Aber dir steht das sehr, sehr gut. Also und dir auch. Ich muss sagen, die Palette lohnt sich, glaube ich, schon mal. Okay. Aber gut, wir fangen mal mit den Fragen an. Wir haben da so einen Screenshot gemacht. Das ist der 15-Fragen-Tag. Aber ich glaube, den gibt es auch in verschiedenen Versionen mit verschiedenen Fragen. Wir haben jetzt spontan einfach mal gedacht, wir machen das jetzt hier mal. Und wechseln uns ab. Genau, ich lese die Frage vor und dann okay, immer gegenseitig. Genau, also sehr Frage 1 ist, gibt es einen Spitznamen, den nur deine Familie benutzt? ja, wenn dann Nadel. Ja, aus Nadine, ich heiße ja wirklich nur Nadine, da kann man nicht wirklich, also Dini oder so haben sie nie gesagt zu mir. Ne? Manche sagen ja Dienchen oder so, aber eigentlich nur Nadine und... ja, durch meinen Job bei den Kiddies, die haben mir den Spitznamen Nadel irgendwann gegeben. Und ab und zu, aber ansonsten, eigentlich habe ich so keinen Spitznamen, keinen Rufnamen, eigentlich nur Nadine. Nadel, oh Gott. Aber Nadel, ja, Nadel verbinden, aber die Kinder haben das nicht mit der Nadel, die man kennt, ne? So aus dem Fernsehen. Nein, nein, nein. Das war ein Poesiealbum. Ich habe bei einem Kind in der Grundschule, da war dann halt, ne, wie man das so kennt, Spitzname. Da habe ich dann zu dem Kind gesagt, ich habe gar keinen Spitznamen. Und dann saß da so ein kleiner Junge und der meinte dann, Nadel. Ja. Ja, einfach Nadel. Ja. Und dann hatte ich den Spitznamen weg. Ja, das ist eigentlich, ja. Okay. Mhm. Also wenn dann Nadel und okay. Frage Nummer 2 an Betty. Hast du eine seltsame Angewohnheit? Ja, Betty, hast du eine seltsame Angewohnheit? Eine? Das kommt auch wieder drauf an, was ist seltsam, wa? Ja, also, total seltsam. Ein Freak in deiner Welt. ja, ich meine, alleine Steine sammeln ist für manche schon seltsam. Das stimmt. Oder mit Tieren sprechen, also mit meinem Hund. Weiß ich nicht, seltsam. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, also meine Zuschauer könnten das wissen. Das finde ich allerdings seltsam, ich finde das auch ein bisschen komisch von mir, aber es ist einfach so, wenn ich mir ein Buch kaufe, oder ich habe jetzt 3, 4 Bücher, also so einen zu lesen Stapel quasi, und da hatte ich dann eine Freundin manchmal, die sich dann so, oh, das ist toll, das wollte ich auch lesen, darf ich das ausleihen? Und ich so, nein. Nein, okay. Also ungelesene Bücher, die ich schon bei mir stehen habe, ja, die möchte ich selber in Wein. Möchte ich ungern, dass da jemand vorher schon das knickt und liest und mir die Buchstaben wegliest. Ja, ja. Also das finde ich schon ziemlich seltsam, ja. Okay. Ja, ich komme im Moment gar nicht zum Lesen. Ach, das passt ja. Nummer 3. Hast du irgendwelche seltsamen Phobien? Phobien? Also Ängste. Ja, Ängste. Richtige. Ja, die Flugangst halt, ne? Ist aber nicht wirklich seltsam, ne? Ist nicht seltsam, oder? Was habe ich denn Seltsames? Ängste.
seltsame, meinen die jetzt Spinnen oder so? Das haben auch viele. Also, aber ja gut, es kommt auf die Größe drauf an, der Spinnen. Es kommt auf die Größe. Ne? Also so kleine kann ich auch wegmachen. Aber wenn dann die ekligen kommen mit den langen Beinen und Spinnen ist ja nicht seltsam, Flugangst ist nicht seltsam, seltsame Ängste. Ja, aber ich meine, das sind halt die Ängste. Ne? Aber, aber ich seltsam. Ich glaube, so was Seltsames habe ich, glaube ich, gar nicht. Wir sind bei Nummer 4. Betty, welchen Song drehst du heimlich voll auf und singst laut mit, wenn du alleine bist? So, jetzt bin ich gespannt. Gibt es da einen speziellen Song? Un, dos, tres. De Loca. Das ist mein Putzsong. Das ist ehrlich? Ja, damit wird sauber. Ja, stimmt. Ja, der Rhythmus ist gut, ja. Auch richtig laut und da, ihr habt gesehen, ich kann nicht singen, also, ne? Aber das ist ja Spanisch, ne? Das kannst du echt so? Ach nee, ich habe ich ja nicht. Ich weiß auch. Un, dos, tres, la vida loca ist das eigentlich, das verrückte Leben. Und aber dazwischen den Text singen kann ich nicht. Das könnt ihr ja mal reinschreiben. Aber das ist so gute Laune-Lied, das finde ich auch cool. Und gut, wird echt sauber dann. Wird echt sauber. Schön. Okay. Über welche Kleinigkeit ärgerst du dich immer am meisten? Über welche Kleinigkeit ärgere ich mich immer am meisten? Auf mich jetzt bezogen oder allgemein? Das ist irgendwie so wie Zahnpasta-Tube oder ach so. Kaffee. Ach so. Leer oder ja, also wenn ich so an meinen Mann denke, ich ärgere mich schon, wenn ich dann so morgens in mein Wohnzimmer komme und da fliegen so ein paar Socken irgendwo in der Sofaritze rum. Oder nach dem Toilettengang könnte man ja auch mal lüften. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, aber... ja, sind Kleinigkeiten, würde ich sagen. Aber so, ja. Aber ich muss dann auch oft darüber lachen. Ne? Man ärgert sich vielleicht und sagt, ach Mensch, jetzt schon wieder hier, Schatz. Ne? Aber ist jetzt nicht, dass ich da völlig aufgelöst, fertig. Nein. Ja, das wäre so die Kleinigkeit. Bin ich wieder dran? Mhm. Wo sind wir? Nummer 6. Was tust du, wenn du nervös bist? Okay. Kommt drauf an. Also... so nervös, dann bin ich so hibbelig und renne wahrscheinlich kopflos durch die Gegend und verbreite Hektik. Und wenn ich aber, also wenn es so nervös gepaart mit Angst ist, also vor irgendeiner Sache, wo ich sehr aufgeregt bin oder so, da werde ich komischerweise total ruhig. Mhm. Also äußerlich, wenn ich dann so, dann rede ich auch nicht viel. Und, ja. Genau, also dann, mein Mann fragt dann schon immer mal so, ja und tralala, oder der fängt dann an zu plappern, um mich abzulenken und ich so, Tunnelblick. Ich bin dann schon nicht mehr von dieser Welt. Mhm. Ja, also es ist so beides. Ne? Wahrscheinlich eher die oberflächliche Geschichte, da bin ich dann so... Und wenn es dann so was ganz Wichtiges ist, dass man dann wirklich fokussiert. Ja, so. Und dann so eher ganz ruhig. Ja. Ja. Aber innerlich ist natürlich... Ne? Ich glaube, wir sind jetzt schon... wo müssen wir denn die Hälfte machen, den Cut? Ach, die 7, die frage ich dich noch. Okay, also ist jetzt die letzte Frage quasi... Bei dir. Okay. Und dann geht's weiter. Auf meinem Kanal. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Wenn ich vor meinem Bett stehe, links. Ja. Okay. Wenn ich, also, ne, wenn du reinkommst, direkt vor Bett, wäre es links, also zur Tür. Und mein Mann schläft da, wo die Fenster sind. Aber wir haben irgendwann mal gewechselt. Das war, die ersten Nächte oder die ersten Jahre habe ich eigentlich immer auf der anderen. Und ich weiß gar nicht, wie das kam. Vielleicht habe ich irgendwann gesagt, meine Matratze, ich will auf deiner. So. Das ist lustig, das finde ich, wir können ja auch immer eine zusammen beantworten, weil ich schlafe immer da am weitesten weg von der Tür. Also an der Tür muss immer der Mann schlafen. Okay. Also wenn wir jetzt auch so im Hotel sind oder so, dann schlafe ich immer gerne am Fenster, ist es ja meistens gegenüber von der Tür. Und er muss die Einbrecher. Das stimmt, das habe ich schon bei vielen, die das gesagt haben, nee, nicht so nah zur Tür. Aber vielleicht für dich ist der Fluchtweg dann schneller. Ja. Du bist als Erste raus. Aber ich habe mir noch nie so... Irgendwann haben wir mal nach ein paar Jahren getauscht. Da habe ich gesagt, nee, jetzt will ich mal auf der Matratze. Obwohl, wir haben halt so Matratzen, wir haben die damals, wo wir die gekauft haben, du legtest dich drauf und dann haben wir so einen Computer da dran gehabt. Und je nach Gewicht wurden die Matratzen ausgesucht. Liege ich denn dann noch auf der richtigen? Ach, weiß ich nicht. Ist sie mitgewandert? Das haben wir auch gemacht. Wir sind sogar auf der Seite gelegen. Dann wurde bei meinem Mann da, wo die Schulter ist, eine Sprosse rausgenommen. Ach, guck mal. Damit er dann tiefer einsinken kann. Also, ja, also das ist nicht kalte Schultern. Ja.
Ja, dann war das jetzt Frage 7. Genau. Und dann dachten wir jetzt eigentlich, wir zeigen einen Look der Palette schon, ne? Genau. Also was das wir dann bei mir jetzt, hast. Bei mir genau. auf dem Kanal, genau. Also zeige ich jetzt meinen. Mir fehlt noch ein Kaffee. Ja gut, also die Kakao, spricht man das so aus? Kakao Blend von Zu Eva, ne? Und ja, da muss ich jetzt aufpassen, weil einer hat sich ja gerade schon hier gelöst. So schön ist die. Und jetzt überlege ich gerade, ich habe angefangen mit der Lidfalte. Eigentlich habe ich früher oder bis jetzt immer erst einen aufs komplette bewegliche Lid. Aber ich habe mal mit Substitute for Love, das ist so ein braun-orange-Ton, würde ich sagen. Das ist, warte mal, ich mache jetzt mal den raus, den haben wir jetzt eh nicht verwendet. Genau, diesen hier. Das, ja, der geht schon mehr so ins Orange. Und den habe ich mir in die Lidfalte gegeben. Ein bisschen verblendet. Und dann habe ich... Den habe ich auch verwendet. Auch genau da. Auch okay. Da, guck mal. Und den hellsten, der ist übrigens auch matt, ne? Nee, oder? Doch, der müsste matt sein. Den, ja, der Orangeton müsste matt sein. Und der hellste, Bitter Start, okay, dieser hier, dieser schöne Cremeton, den habe ich komplett auf dem ganzen Lid. Ich dachte, mache ich jetzt mal neutral. Manchmal mache ich das wirklich. Dann... ja, man sieht ihn auch ganz gut, sehr gut pigmentiert und ja, den habe ich aufs ganze Lid, dann habe ich oben den Lidstrich gezogen mit Infusion, das ist dieser hier, der hat so einen, ja, wenn man das jetzt so sieht, schon krassen Glitzer, aber ja, den, da habe ich oben den Lidstrich gezogen, so den Glitzer sehe ich jetzt gar nicht. Siehst du den Glitzer? Ein bisschen. Ja, aber schön. Und unten habe ich dann noch mit, wie heißt der? Supli Blend. Supli? Subtle, oder? Haben wir hier nicht mal eine Lupe? Mal. Ich blende es euch mal ein. Das ist auch wirklich so klein. Das ist so ein Gold-Bronze-Ton, der ordentlich schimmert. Ja. Wow. Und damit habe ich mir unten einfach einen Lidstrich gezogen. Ja, das war es eigentlich. Schön. Also eigentlich ja, neutral, schon. Aber ich glaube, durch das in der Lidfalte, gut, sieht man das jetzt so, wenn ich gerade ausgucke? Doch. Ein bisschen, ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich mag es sehr farbenfroh gerne, aber und die Palette bietet ja auch Möglichkeiten für farbenfroh, ne? Ich hatte erst überlegt, diesen rötlichen, aber da dachte ich, ne. Den hast du dann vielleicht doch schon bei mir gesehen. Aber das ist lustig. Ich finde, also der eignet sich wirklich sehr, sehr gut für die Lidfalte, weil das mache ich auch ganz oft mit Bronzer. Und der bringt dann das Helle bei dir jetzt noch mehr zum Strahlen. Ne? Ah ja, guck mal. Ja, das finde ich ganz schön so. Ganz natürlich. Das ist echt lustig. Das ist eigentlich mein Look. Ja, also mal, so, ich dachte mir, ich klaue so jetzt Betty mal den Look. Betty hat sie gesagt, so, jetzt hau mal in die Folie. Ja, ich zeige mal ganz kurz so ein bisschen. Ich habe ein bisschen mehr Farbe aufgetragen. Ja, und das seht ihr dann auch am Ende vom Rest des Tags. Da habe ich... Dieser hat mich nämlich sehr gereizt, weil der mich sehr an den Cranberry... Cranberry, ich wollte gerade sagen. Habe ich ja jetzt auch. Ja. Durch Köln und so. Und ja. Ja. Okay. Schön, dass ich hier sein durfte. Ach ja, stimmt. Ich muss jetzt schon Tschüss sagen, weil es geht ja jetzt bei Betty dann weiter mit den Fragen und mit Bettys Zu Eva Kakaoblend Augenblick-Abgang. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hätten euch gerne noch mehr gedreht, aber gut, die Zeit ist immer knapp, ne? Und dann möchte man ja auch mal was anderes machen, nicht nur Videos drehen, ne? Ja, da kommt vielleicht noch ein Video über ganz, ganz viel. Stimmt. Was Hartes. Was ganz Hartes. Und schön. Und schön. Ja. Also, stimmt. Ja, da kommt ja quasi nicht in Kombination, aber da kommt noch was. Genau. Also, bleibt dran. Es gab nämlich einen Grund, dass ich auch hier war. Genau. Schön. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Und ihr, ja, wir hoffen einfach, ihr bleibt uns, wie sagt man, gewogen. Ihr bleibt uns treu. Und ja, ich würde sagen... Bis ganz bald, ihr Lieben. Und ja, mein Standardspruch ist ja immer, ihr wisst es, bleibt uns gesund und bis hoffentlich ganz bald. Eure Betty und Nadine. Ciao. Bye.